Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Und er hat natürlich den Stereo Trader dabei. Freue ich mich sehr, dass Dirk wieder für uns die Zeit hat heute. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie live dabei sind. Vielen Dank für das Interesse. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns auch direkt den Risikohinweis an, denn bis halb sind jetzt auch nicht mehr so viel Zeit oder ist nicht mehr so viel Zeit. Und wie immer dient diese Veranstaltung nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade heute macht, ist diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Die Bühne gehört dir. Ich wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, so, Bildschirm 2, ne? Du weißt ja Bescheid. Du weißt das ja Ja, besser als sehr gut. ich. So, es sollte dann ja da sein. So, jetzt klicke ich da einmal auf der anderen Seite und dann passt das auch. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo und herzlich willkommen heute zum NFP Live Trading mit meiner Wenigkeit. Und wie der Nelson gerade schon richtig festgestellt hat, natürlich bringe ich den Stereo Trader mit. Ich muss nur gerade deswegen schmunzeln, weil wir hatten. Nee, wir hatten diese Woche einen Termin beim Finanzamt, also ich mit dem Steuerberater zusammen, und da ging es um das Thema Freiberuflichkeit und Werbung und so weiter. Und da haben sie im Finanzamt, die vielleicht hier auch zuschauen, die begrüße ich an der Stelle hier nochmal extra recht herzlich, wurde dann auch festgestellt, ja, sie zeigen ja auch den Stereo Trader immer den Webinar an. Habe ich halt auch gesagt, ja, aber ich kann ja auch nicht irgendein anderes Produkt zeigen. Es würde ja halt auch merkwürdig halt aussehen. Und deswegen musste ich nur gerade lachen, als du das nochmal explizit erwähnt hast, weil das gerade so ein Thema gewesen ist, so eine interessante Diskussion. Also, wir machen heute, wie immer, geht es ja hier weniger um den Stereo Trader, sondern halt rein um den Markt, um die NFPs. Heute kommen wieder Arbeitsmarktdaten raus und meine Aufgabe besteht darin, zu versuchen, da nochmal halt irgendwie den Markt zu fassen zu kriegen, so dass man halt in der Lage ist, zum Notfall auch ohne den Stereo Trader da halt ein paar Punkte rauszuschneiden. Und das ist mein Job, den ich hier immer mache. Nelson hat ja gerade schon gesagt, Live Trading. Das ist, werden wir sehen, in der Regel ja. Also ich behaupte mal, so in 95% aller Fälle, wo wir das Webinar hier gemacht haben, kam auch irgendein Live Trade auch zustande. Aber ist natürlich kein Garant. Und wichtig ist natürlich, ich kann es nur von meiner Seite nochmal wiederholen, bitte nicht einfach nachmachen. Wenn aber halt das, was ich mache, zur eigenen Idee passt, kann man das ja vielleicht irgendwie als zusätzlichen Faktor in seine Überlegungen mit einziehen. Aber ganz klar ist es natürlich keine Beratung und keine Empfehlung, weil, wie ich halt auch immer sage, wenn man irgendwo irgendjemand folgt mit dem, was er macht, dann sollte man es immer und konsequent tun, weil es ist wie mit jeder Statistik, auch wenn das hier im Durchschnitt aufgeht. Am Ende ist es nur der Durchschnitt, der aufgehen muss und nicht jedes einzelne Mal. So sieht das aus. Wie geht's euch denn? Ich freue mich immer, wenn ihr hier in den Chat schreibt und nicht nur, wenn ich hier die Zahlen sehe an Teilnehmer, sondern ich finde es natürlich immer auch schön, wenn da halt mal ein Hallo reinkommt und auch so ein paar Namen sehe. Ja, Lutz, dass du da bist, das weiß ich. Lutz überall dabei. Ja, schickes Hemd, ne? Danke. So, jetzt Zweithemd quasi. Das Zweithemd. Wow. Ja, geht der Trend jetzt langsam hin. So, man hat nicht nur eins. Obwohl, ich habe schon überlegt, ich könnte einfach komplett auf schwarz switchen und dann fällt es nicht mehr auf. Ja, ansonsten, je mehr Webinare man macht, umso mehr muss man aber aufpassen, was man anzieht. Also, für die, die neu sind, ihr seht, wir haben auch durchaus mal ein bisschen Spaß hier. Und es ist nicht irgendwie eine trockene Veranstaltung und das Ganze Du musst dir eine erledigt. neue Ente besorgen. Ich suche dir die ganze Zeit. Ja, die ist schon wieder nicht da, ne? Fällt mir auch gerade auf. Und die gelbe Karte ist auch umgefallen. Ja. Also, wie gesagt, was ich sagen wollte, wer neu ist, bitte stellt auch gerne eure Fragen hier rein. Ich versuche halt auch, wenn es irgendwie die Situation und die Zeit zulässt, drauf. Das habe ich schon fünfmal angehört. Es kommt ja 1000 Kommentare hier zum Hemd. Ich versuche das dann halt aufzugreifen und ist das natürlich auch Kritik erlaubt. Hier ist eigentlich alles erlaubt, ja. Und es sollte ja halt irgendwie Vielen Dank.
Ich sehe, der Chat ist Das gut hört sich auf. gelaunt heute. Also ich gucke hier mal nach links, weil da stehen halt die Kommentare. Und nur zur Erklärung, wo ich die ganze Zeit hingucke und versuche halt hier der Geschwindigkeit zu folgen, wo die Comments hier reinkommen. Also wie gesagt, ne, wir versuchen ja auch uns hier nicht zu Tode zu langweilen und deswegen gibt es auch gerne mal was anderes zwischendurch. So, also ich sehe, der Raum wird langsam richtig voll. Ich gehe da mal auf den Bildschirm und warum ich nicht den Nasdaq handle, fragt hier gerade noch einer. Gute Frage. Also das hat sich halt einfach so eingespielt mit dem DAX und dem Dow. Und ich habe den, ich weiß, schon immer auf der Uhr oder schon lange auf der Uhr und will das auch lange schon mal machen. Aber bisher ist es wirklich dann halt am Faktor Zeit gescheitert. Also gerade die letzte Zeit bin ich halt irgendwie zu gar nichts mehr gekommen wegen diverser Verwaltungsgeschichten. Und ich habe ja vorhin mal einen kurzen Hinweis gegeben, worum es da die ganze Zeit ging. Und das hat mich halt ziemlich aufgehalten die ganze Zeit. Und das ist halt mit ein Grund, warum ja, da halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit für Neues war. Also, auf der rechten Seite der DAO, auf der linken Seite der DAX. Auch nochmal an die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Stellt ruhig eure Fragen, weil es kann schon sein, dass ich hier dann halt mal was sage, was halt für die, die halt immer dabei sind, ganz selbstverständlich ist und jemand, der Neues versteht, dann halt nicht, was ich mache. Also grundsätzlich ist das Thema halt Price Action. Das heißt, ich versuche halt im Chartbild herauszufinden, wo Händler aktiv werden könnten, wo Positionen bzw. Orders liegen könnten, ja. Und versucht dann halt darauf einzugehen, was halt passiert. Also relativ kurzfristig erstmal. Trotzdem sind die NFPs auch immer ganz gut dazu geeignet, um halt ein bisschen längerfristige Richtung dann halt auch irgendwo zu kriegen und die einschlagen zu können. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um das, was um 13:30 Uhr passiert. Ich hatte ja noch in meinem Blog geschrieben, dass halt es eigentlich relativ einfach sein dürfte, wenn der Markt sich noch da aufhält, wo er gestern Abend stand. Das heißt, da waren wir in dem Bereich hier. Moment, jetzt habe ich jetzt tatsächlich vergessen, mein Zeichentool zu aktivieren. Okay, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Pfeile, los, weg da. Und zwar, der will irgendwie nicht. Hallo? Gib mir die Lupe. Die Lupe hat irgendwie keine Lust heute. Warum auch immer. Na gut, dann klicke ich halt hier ein bisschen in der Gegend rum und da oben ist die doch, aber irgendwie lässt die sich nicht per Knopfdruck aktivieren. Also wir standen heute Morgen bzw. heute Nacht, gestern Abend hier in dem Bereich. Da habe ich halt gesagt, relativ einfach, weil dann brauchen wir nur zu gucken, wenn es runtergeht, hält man dagegen, wenn es raufgeht, hält man oben dagegen zuerst mal. Ne? So, jetzt stehen wir aber hier wirklich, wir kleben unterm Dach. Was man halt hier sieht, das habe ich ja auch im Blog eingezeichnet. Ich habe natürlich die Uhr im Auge. Wir haben noch 7 Minuten und es wird aber eh erstmal einen Impuls nur geben. Hier die gestrichelten Linien. Das sind so, ich nenne sie mal Vermutungslinien, ja, die ich halt immer mache, wenn irgendwie ein neues ATH kommt, also ein neues Allzeithoch, um dann zu gucken, wo könnte der Markt denn erstmal reagieren. Das ist aber jetzt nicht irgendwie per se dann halt ein Widerstand, sondern erstmal heißt da gucken und abwarten. Die mache ich halt tatsächlich ganz klassisch nach Fibos erstmal, weil da oben ist ja nichts, ne? Weil über dem ATH ist ja halt einfach kein Widerstand. Da ist halt immer nur eine Idee von einem Widerstand, wo er sein könnte. Ob er denn dann da auch ist, das findet man dann erst raus, wenn der Markt dahin gelaufen ist. Jetzt hat man halt hier gesehen, bei der ersten Erweiterung von, wie gesagt, dem letzten Anstieg. Geh weg. So, von dem letzten Anstieg. Ne, das war ja also diese Geschichte hier. Da habe ich hier einfach den letzten Peak da unten genommen, bis zu dem Hoch und da halt die Extensions davon und dann landet man halt eben hier oben bei den Marken. Ne? Also es war einmal hier die 167 und drüber liegt die 217. Und da sieht man, es hat wohl irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig genau, aber doch schon hat es Sinn gemacht. Und die Bereiche hier unten sind natürlich dann halt Supportzonen, die ich mir dann halt auslote, die aber dann eine gewisse, die dann schon eine deutlich höhere Verlässlichkeit haben. Ne? Also die gehen ganz klassisch nach dem Motto, hier war ein Widerstand, der ist gekauft worden, also wird der Widerstand zum Support. Ja, also eine Wirkungsumkehr sozusagen.
Und das sind dann so die bestätigten Geschichten mit einer hohen Verlässlichkeit. Hier oben ist dann halt eher so die Abteilung Vermutung. Jetzt sehen wir aber hier, wir haben jetzt hier gerade einen Stundenschluss drüber gehabt, über der 167. Und damit könnte eigentlich die 217 jetzt relativ schnell kommen. Also ist natürlich schwierig am High, also gerade am ATH, dann halt wirklich long zu gehen, weil da muss man im Zweifelsfall wirklich schnell sein. Aber so wahnsinnig viel mehr sehe ich jetzt auch leider gerade nicht. Ne? Das heißt, es könnte auch einen Fehlausbruch geben, einmal da rauf und dann halt wieder da runter und dann stehen wir wieder in der Mitte. Ne? Aber hier haben wir halt auch, ich zeichne das mal ein bisschen dicker ein, 5 Minuten haben wir noch. Hier haben wir natürlich auch, ich mache die immer mal bewusst in einer anderen Farbe, einen Widerstand gehabt. Ne? Der hängt natürlich mit dem da oben zusammen, wäre dann hier so das letzte Hoch. Auf der 145 kleiner Rücksetzer dahin und dann vielleicht nochmal hoch, wäre auch hier der Stundenanfang von der Stunde davor. Sowas könnte zum Beispiel funktionieren. Kann man halt auch relativ eng absichern. Also hier einfach ein paar Punkte drunter, unter der Eröffnung von der Stunde davor und dann halt zu versuchen, auf die 217 zu kommen. Das könnte man sich jetzt mal angucken. Ansonsten dann eben die 217 da oben. So, ich gehe mal rüber auf den Handelsschirm. Ich gebe das hier mal frei. Also hier ist das Live-Chart-Add-on auch heute wieder freigegeben für die, die keine Lizenz dafür haben. Und damit ich eben die Bilder auch bei mir im hier auch drin habe. Ne? So, das heißt, hier dazu, was wir nicht brauchen. So, mal ein bisschen kleiner skalieren. So, das müsste jetzt hier auch gleich, ich bin im DAX, das ist irgendwie ein bisschen der falsche Markt dafür. Ne? So, also hier ist ja die 145, ne? Das heißt, das wäre halt so ein Punkt, das wäre auch hier der in der Nähe vom Point of Control würde auch Sinn machen. Point of Control ist einfach nur, muss ein bisschen enger skalieren hier. Was haben wir? Irgendwie alles Mögliche an. So, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Point of Control ist jetzt erstmal nur hier das, wo heute das meiste Volumen war, ne, weil einfach natürlich auch dem geschuldet, was halt ein normaler, was heißt ein normaler, was ein Scalper macht, der jetzt zum Beispiel halt rein auf Volumen guckt. Von dem Ansatz her ist das, der Markt geht ja dahin, wo das meiste Volumen ist. Also wenn kein Volumen da ist, sucht er sich halt meistens den Punkt. Das würde halt ziemlich gut dazu passen, wenn wir hier zum Beispiel einen Rücksetzer kriegen auf die 145. Oberhalb, wie gesagt, die 217, die würde ich jetzt hier auch mal einzeichnen, dann mal gucken, was da passiert. Das ist genau der Pivot, lustigerweise. Ja, das sieht man hier, der Daily Pivot passt genau zu dieser Erweiterung, die wir halt hier haben. Ja, also das ist nichts anderes als das Bild, was ich gerade drüben in dem anderen Chart gezeichnet habe. Ne? So, und das heißt, das würde hier tatsächlich perfekt dazu passen. Muss man aber dann trotzdem gucken, was passiert da oben. Also blind dagegen halten würde ich nicht. Ich würde dann halt schon kurz warten. Und wenn es nur das Warten auf eine Zuckung halt ist, also Zuckung in dem Sinne, so da passiert was, da kommt er nicht weiter, dann kann man das versuchen. Aber blind halte ich für risky. Also ich bin auch hier jetzt ganz bewusst mal auf dem Minutenchart, sonst bin ich ja immer eher im 2-Minuten-Chart unterwegs. Und weil wenn der Markt schnell ist, macht es schon Sinn, auf die Minute zu gehen. So, wir haben noch 40 Sekunden. Man wird jetzt gleich sehen. Hier kann ich auch noch mal kurz zeigen, für jetzt, wie gesagt, wenn ein Anfänger dabei ist, der sich dann gleich fragt, warum zuckt der Markt so. Hier ist das Buch, man sieht, das wird immer weniger, ja, und irgendwie kurz bevor es losgeht, ist es halt leer. Und das heißt dann eben auch, würde man jetzt im Future eine Order platzieren, würde man im Future eine Order platzieren und dann kriegt man den Fill, also eine Market Order, eben an der nächsten, die im Buch liegt, ja. Und das kann im Zweifelsfalle halt schon mal weit weg sein. Und was ich halt hier grundsätzlich mache, ist, ich handle den CFD, aber eben auf dem Volumen des Futures. Das heißt, ich habe das Volumen des Futures hinten im Hintergrund, beziehungsweise das Buch natürlich auch von daher. So, wir haben halb und es passiert nichts oder passiert da jetzt was? Das ist aber überschaubar.
Haben die vergessen, die Zahlen rauszubringen? Ah, nee, okay. Ist raus. Jetzt passiert was, okay. 531.000 zu 450 erwartet. So, er bemüht sich da oben hinzukommen. Den Rücksetzer haben wir nicht gekriegt. So, aber hier sieht man jetzt vielleicht eine Reaktion. Wir haben auch hier eine größere Order im Buch. Mal gucken, ob die geschluckt wird oder ob die hält. Wenn die hält, könnte man tatsächlich versuchen, zumindest mal eine 2 Minute dann auch dagegen zu gehen. Ja, also man sieht, ne, die 217, die war halt schon ziemlich, hat auf jeden Fall ihre Berechtigung. So, aber wie gesagt, ob das jetzt hält, tut mir ein bisschen schwer mit hier einfach zu shorten, ehrlich gesagt. Weil das drückt schon ziemlich deutlich darauf, ne? Vielleicht dann lieber mal eine Stop im Rücklauf. Auch wenn man da jetzt ein bisschen mehr Luft braucht. Aber einfach erstmal warten, wie weit das Ding da kommt. Und wenn wir nicht reinkommen, dann ist es halt so. Ja, wir haben auf jeden Fall Widerstand. Das sieht man. Okay, ich gehe mit einer rein. Hopp, der war zu schnell. Jetzt bin ich mit zwei drin. Macht aber erstmal nichts. Eine kann ich ja wieder rausnehmen. Ja, da war ich jetzt echt zu langsam. Ne? Ich habe ja gerade drauf gedrückt. In dem Moment ist er runtergespritzt. Natürlich ein bisschen Pech. Gucken, ob wir die eine wieder rauskriegen. Wenn er schon 26 Punkte jetzt mit zwei Positionen gleicht, das ist natürlich ein bisschen arg. So. Mal gucken, aber wie gesagt, eine. Ich nehme eine mal raus. Das ist mir ein bisschen zu risky hier an der Stelle, weil da kann ich hier oben natürlich jetzt auch nochmal knapp unter das High dann nochmal eine hinlegen. Ja, die hat jetzt irgendwie 2, 3 Punkte gekostet. Das ist aber jetzt erstmal nicht weiter schlimm. So, also vom Prinzip her das gleiche, wie was wir bei der 167 hatten. Ey, 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 das geht ein bisschen zu schnell hier alles. Wie wir es bei der 167 hatten, vorausgesetzt, es geht jetzt hier nicht direkt oben durch. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Und teuer. Da war ich jetzt echt zu langsam. Ich lasse den, ne? Also auch wenn der jetzt hier rausfliegt, ich lasse ihn. Also das ist, das bringt jetzt nichts, da oben blind dagegen zu halten. Wenn es reicht, ist okay, aber war ich echt nicht schnell genug. Und zwar muss man da halt eben nochmal ran, beziehungsweise der Markt war zu schnell für mich hier. Ne? Ich wollte die ja eigentlich unter das hochlegen und da war er schon da. In dem Moment, wo ich losgelassen habe. Und ich bin jetzt auch hier nicht so klein positioniert. Ich mache mal Folgendes. Ich lege mal, ich skaliere die hier oben aus. Ja? Das heißt, da geht jetzt die zweite nochmal raus. Nur die zweite. So, und wenn wir wieder runterkommen unter diese hier, dann würde ich den nochmal reingeben. Ansonsten lasse ich mich jetzt oben kicken. Weil das ist dann im zweiten Anlauf doch zu wenig, was hier passiert. Das war ein bisschen unglücklich, die Geschichte hier. Ja, weil das ist, ich sage halt immer so, skalieren ist halt schon eine gute Methode, um mit dem Markt klarzukommen. Das heißt aber auch, dass man auch mal ausskalieren muss. Ne? Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt immer nur rein. Ich kann ja auch genauso mal rausnehmen und das Risiko erstmal verkleinern und dann halt mal gucken, was passiert. Ne? Ich meine, das sind jetzt hier irgendwie 200 €, das ist okay. Aber viel mehr sollten es dann auch nicht mehr werden. Und wenn der jetzt nochmal runterkommt und wir da halt was sehen und dann kann man das Ding auch nochmal zusammenbauen und also auf 10 oder 15 Kontrakte. Und dann geht das auch, ne? Da muss man halt nur irgendwie mal kurz die Füße stillhalten. Wie gesagt, aber wenn es jetzt weiter raufläuft, dann würde ich eher versuchen, dann halt, also nicht permanent dagegen halten, sondern dann abwarten, bis wir dann halt eine Korrektur kriegen und dann halt eher, dann halt long da reingehen. Ne? Aber die Idee natürlich, auf die 217 zu laufen, war erstmal gut. Aber ist eigentlich schon ein bisschen weit darüber. Also deswegen, wenn da jetzt halt nochmal was nachkommt und dann fliegen, ja genau das, ne? Dann fliegen die jetzt wahrscheinlich hier erstmal und jetzt würde ich im zweiten Schritt dann halt eher gucken, dass man halt von der anderen Seite drankommt. Ja. Ja, da hat er extra für mich gemacht hier die Bewegung.
ist natürlich gemein. Na nee, doch nicht, okay. So. Also, ich hoffe, es ist keiner enttäuscht, dass es diesmal auf Anhieb nicht funktioniert hat, aber gehört eben dazu. Versaut mir so ein bisschen das, was heute schon reingekommen ist, aber es ist insgesamt ist es aber im Rahmen, würde ich mal behaupten. Kann mal gucken. Ja, gut. Es war noch nicht so viel heute, es passt schon. So, ne? Das ist Hätte halt er das keinen Ding. Halt mehr. Nee, der hört gar nicht mehr auf, aber hier oben rein, long reingehen, das macht gar keinen Sinn. Also das ist, ich würde da jetzt wirklich einfach also entweder nochmal halt ein Stück höher dann halt versuchen oder dann, wenn er mal, das sind hier Minutenkerzen, ne? Also eliminiert ja, beziehungsweise ist ja hier nur grün die ganze Zeit. Und mal warten, bis die Struktur dann halt zumindest mal bricht und dann hat man da auch so ein bisschen mehr Sicherheit, also wenn man jetzt unbedingt in die andere Richtung will. Ne? Hier oben wäre übrigens der nächste Pivot, direkt nach dem, der halt direkt gekauft worden ist. Ich bin jetzt nicht so der große Pivot-Verteidiger, aber die Dinger werden ja gehandelt. Und das ist aber dann auch so, wo man dann halt, wo ich dann eher sage, ja, gucken, was passiert. Und dann, wenn es halt irgendwie eine Reaktion gibt, und dann kann man ja da rein. Ne? Aber jetzt hier direkt dagegen halten, no. Ich habe jetzt auch gesehen, da war halt auch nochmal eine größere Order, die dann halt auch scheinbar gedreht worden ist. Ja. Aber lass den mal machen. Lass den mal machen. Mal gucken, wie lange das Spiel geht, weil normalerweise haben wir dann 15 Minuten ist ja der erste. Was feiern die? Feiern alles gute und schlechte Zahlen, ja. Ja, ich glaube, das hier ist eher technisch geschuldet, ne? Dass halt, vielleicht ist, ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der gemerkt hat, okay, die eine funktioniert, dann funktioniert die nächste auch. Und das lag ja so ein bisschen auf der Hand, dass man da halt auch mal rausgedrückt wird. Ne? Die nächste wäre tatsächlich bei 428, das halte ich für ein bisschen too much. Also, dass er die jetzt da in einem Rutsch macht. Ich denke halt eher, dass wir da oben jetzt die Stops, nachdem die erledigt sind, hier oben auf der Oberseite, wenn dann halt keiner Käufer mehr nachkommen und dann geht es auch wieder ein Stück rückwärts. Und das wird man dann ja gleich sehen. Zweifelsfall muss man halt ein bisschen Geduld haben, bis man da reinkommt. Ja, aber hier haben wir zumindest mal, auch wenn es jetzt nur eine Minute ist, aber hier sehen wir doch zumindest mal, okay, da war gerade einer irgendwie aber anders unterwegs, auch ein paar Nummern größer. Und löst das Ding, versucht es in die andere Richtung zu drücken. Das heißt, hier haben wir zumindest mal ein bisschen Gesellschaft. Den hätte man sich eigentlich markieren müssen, wo der sitzt. Mal gucken, ob wir den nochmal finden. Ich mach mal hier, reite das mal vor. Mal gucken, ob wir die Order nochmal zu Gesicht kriegen. Da oben an der Stelle. Da wäre natürlich jetzt halt tatsächlich ein Footprint hilfreich. Dann könnte man genau sehen, wo das Ding gedreht worden ist. Das war der erste. Mal gucken, wie M5 läuft. Also das reicht mir jetzt hier noch nicht, um dagegen zu halten. Im Gegenteil, hier haben wir jetzt auf eine Minute den ersten Außenstab, na, beziehungsweise den letzten Außenstab. Mal gucken, ob der wirklich einfach so verkauft wird oder ob der nicht auf den letzten Drücker nochmal hochzieht. Weil das kann schon sein, dass es gleich nochmal nach oben schnippt und dann halt nochmal ein zweiter Anlauf auf die Oberseite kommt. 80, 40 Punkte, ja. Das ist irgendwie ein bisschen speziell, ein bisschen schwierig, den zu fassen, finde ich gerade. Hier ein kleines Cluster, aber auch erstmal noch nichts. Ist natürlich einfacher, wenn man schon mal irgendwo was hat. Hier wäre jetzt die zweite. Der zweite Kasten an der Stelle.
Das sind jetzt erstmal nur so ein paar Hilfslinien hier, um mal zu gucken, was der Markt jetzt überhaupt treibt. So, die letzte M5 war halt auch relativ überschaubar. Hier könnte man jetzt eventuell versuchen, dagegen zu gehen, ist aber nicht ohne, ne, weil wir hier genau die letzte Minute von oben, die halt geschnitten haben. Also kann daneben gehen trotzdem, keine Frage. Wäre jetzt der erste ganz kleine Punkt, an dem es machbar sein könnte, aber man sieht, er versucht hier die letzte schon wieder rauszudrücken. Noch 7 Sekunden. Ja, der Ansatz wäre nicht falsch gewesen. Ich bin heute langsam. Nervt mich so ein bisschen. So, ne? Also, was ich meinte. Ich hoffe, man erkennt es. Hier genau. Das war der letzte Schnittpunkt sozusagen von dem letzten Außenstab. Wie gesagt, 1 Minute, ne, hat natürlich dann überschaubare Verlässlichkeit. Aber darunter, wenn er da halt nochmal hindrückt, und dann sollten wir zumindest mal hier unten in dem Beginn hier landen von der Geschichte hier. Also ich mache es nochmal. Auch diesmal nicht nachmachen. Würde den dabei dann halt jetzt zumindest mal skalieren. Bis da oben hin halt nochmal. Ne? So. Also kann man jetzt natürlich auch, wenn man will, direkt dann auch die ganze Position reingehen. Ich bin jetzt mal kurz ein bisschen vorsichtig. Reicht ja hier, wenn man eins auf den Deckel gekriegt hat, müssen nicht gleich zwei hintereinander sein. Ja, und hier der M5. Genau, der M5, der müsste jetzt natürlich halt dann auch unten durch, also unter die. Ein bisschen größer. Ja, also unter die letzte. 2, 2, 3. Ja, genau, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Das ist nicht wahnsinnig weit. 2, 3, 4 ist genau dieser Kasten dann halt auch. Ne? Das heißt, da müsste es dann jetzt halt als allererstes dann halt mal drunter drücken, um dann halt, und dann kann man überlegen, ob man das ausbaut da unten, wenn das überhaupt dann halt so reicht. Ne? Aber könnte man jetzt hier halt auch, das ist natürlich jetzt die Variante gemütlicher als vorher, ne? Dann halt direkt nochmal die zweite mit dazugeben und dann mal gucken, wie weit wir da runterkommen. Wenn das überhaupt macht. Aber zumindest neigt sich hier oben die Motivation so ein bisschen. Problem ist nur der M15, der könnte einen Impuls nach sich ziehen, nämlich direkt nochmal nach oben, wenn der halt so endet. Werden wir sehen. Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Was heute, Timo? Ich versuche hier den Fragen noch so ein bisschen zu folgen. Ja, wie man sieht, ich bin gar nicht mehr so lustig wie am Anfang, ne? Weil es ist ja dann doch auch Arbeit. Und Konzentriert. was? Konzentriert. Ja, klar, ich muss ja gucken, wie ich jetzt hier klarkomme auch, ne? Wenn der erste natürlich daneben geht, dann geht ja auch so ein bisschen das, ich würde sagen, das Selbstvertrauen verloren, aber man wird dann natürlich dann ja auch logischerweise vorsichtiger. Ich glaube, so sollte das auch irgendwie sein. Bin ich auch nicht immer gewappnet davor, aber zumindest mal unter Beobachtung versuche ich mich anständig zu verhalten. Und das ist auch tatsächlich so, ne? Weil viele sagen ja so, oh, wenn andere mir zugucken, ey, ich kann da nicht mehr handeln. Ich kann das dann tatsächlich am besten. Ne? Das ist das Verrückte. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich mache da eigentlich dann auch die wenigsten Fehler. Ich meine, den Markt beeinflussen kann ich ja natürlich nicht, ne? Das ist klar, aber ich kann zumindest kluge und unkluge Entscheidungen treffen. Und damit, wenn es dann halt mal in die falsche Richtung läuft, auch zumindest mal kontrollieren, wie sehr es für mich dann in die falsche Richtung läuft, ne? So, das heißt, wir sehen jetzt hier. Kann sein, dass er jetzt hier nochmal drüber schließt. Das könnte wieder zur Folge haben, dass wir direkt nochmal einen Schuss nach oben kriegen. Das ist so ein bisschen die Gefahr hier dabei. Ne? Das ist auch der M15 ist jetzt fertig, sieht man. Das heißt, der dürfte schon so ein paar Punkte nach oben, könnte der schon nach sich ziehen.
Deswegen muss man da jetzt ein bisschen aufpassen. Weil vom Prinzip her klebt der ja erstmal hier oben fest. Deswegen hier auch vielleicht nicht irgendwie gleich den ersten, sondern mal warten, wenn er jetzt da runterkommt, ob er sich dann auch wirklich dann nach unten durchsetzen kann oder nicht. Weil das Problem ist natürlich hier in so einem Anstieg, da ist nichts, ne? Da ist halt irgendwie kein, da ist halt nichts zu erkennen, kein Cluster, gar nichts, ne? Also ein bisschen, was wir halt hier gesehen haben, aber das ist nichts. Das reicht im Zweifelsfall halt einfach nicht, ne? Um da halt jetzt irgendwo in die andere Richtung reinzukommen, das meine ich eher damit, ne? Weil der kann natürlich hier, wenn man sich den M5 mal anguckt, das lange Ding da, dann könnte er einfach bis auf Anfang halt wieder gehen. Was habe ich die Möglichkeit, Orders mitziehen zu lassen? Ach so, ja klar, sicher, mache ich ja, ne? Also die ist halt hier nur, also Limit Pullback ist, schreibt gerade Norbert, ist auf 2 eingestellt, ne? Den könnte man natürlich auch höher stellen, ne? Also hier bei einer neuen Order dann auf 5. So, jetzt läuft halt dieser zweite Impuls von der vom M15, also der Nachimpuls, nenne ich es mal so. Und ich kann natürlich, hat der Norbert gerade gesagt, klar, kann ich es mitziehen lassen, ne? Das heißt also, wenn wir hier drüber springen, so, ich kann dem auch hier jetzt erstmal Luft lassen noch ein bisschen, weil ich bin jetzt erstmal nur mit einem Drittel drin. Und dann kann ich natürlich, falls es halt einen Sprung nach oben gibt, wird die halt dann nicht da gefüllt, sondern dann halt eine Etage höher. Ne? Das heißt, ich kann auch hier den Stop mal kurz aus der Schusslinie nehmen, weil falls es dann nach oben geht, dann werden wir halt da oben gefüllt und müssen es ja nicht dann halt rausschmeißen lassen. So, aber jetzt trotzdem mal gucken, was der Nachimpuls dann tatsächlich bringt, weil irgendwann wird es dünn da oben werden. Ja? Also selbst wenn da jetzt halt noch ein Schuss hinterherkommt. Und der wird ziemlich bald wohl sein Ende finden, und wenn das Volumen dann halt auch ausgeht. Fragt auch gerade der Josef, ob ich schon short gegangen bin. Ja, ich bin jetzt hier erstmal mit einem Drittel halt drin. Ne? Das heißt, ich würde die halt ausbauen auf bis zu 3 Positionen. Und deswegen hier erstmal nur mit einem Drittel und guck mal, wie der jetzt tatsächlich dann halt damit umgeht. Ob der M15 wirklich noch nachliefern kann hier oben, ne? Weil das ist halt einfach jetzt die zweite, der zweite Impuls, wenn er denn kommt, oder ob er nicht halt nochmal auf Anfang zurückfallen, beziehungsweise halt nicht auf Anfang, aber zumindest mal hier auf die 217, also hier unten auf die Abteilung Rot, die man jetzt aber eigentlich erstmal grün machen müsste, weil wenn wir da hinkommen, wird der Markt wohl versuchen, die dann auch zu halten. Aber ich würde mal tippen, dass, also das ist für mich jetzt das Naheliegendste, ne? Dass der Stundenschluss darüber gehalten werden kann und nicht unbedingt jetzt da halt irgendwie, dass der zum Mond laufen muss. Und selbst wenn wir jetzt nach oben rauslaufen, dann wäre dann halt wahrscheinlich dann im nächsten Ansatz, dass wir nochmal versuchen, dann da unten aufzusetzen und die letzten Hochs dann getestet werden. Das kann aber dann halt leider so ein bisschen dauern. Und das heißt, das kann sich dann auch bis über die Kassaeröffnung halt hinziehen. Und bis dahin wäre ich aber hier eigentlich gerne eher fertig. So, letzte Webinar, was wir gemacht haben. Wie lange hat es gedauert? Knappe 4 Minuten, ne? Da waren 40 Punkte im Kasten. Ja, war schnell. Ja, das ist die, ich glaube, das nennt man dann ausgleichende Gerechtigkeit. Also, das wäre natürlich klasse, wenn es immer so gehen würde, ne? Ich meine, kann ich es auch sagen, ja, ich hätte auch hier long gehen können. Ja, ich wollte aber halt ja einen Rücklauf haben. Ich wollte ja grundsätzlich schon long, aber ich hätte gern schon gehabt, dass er einmal kurz nach unten guckt und es abholt. Weil per Stop oben rein, das ist auch ganz oft so einmal eingesammelt und dann halt wieder runter. Ne? Deswegen habe ich dem Braten nicht so getraut. Was? Wir haben Zeit bis 15:15. Ich muss irgendwann mal Mittagessen gehen. Ich habe, weil wir halt ja heute früher an sind, habe ich meinen Mittagstisch hinten angestellt. So, jetzt haben wir hier gar keine Bewegung. Das ist natürlich, also, na gut. Also, er überlegt noch, was das werden soll. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber irgendwann wird die halt schon kommen. Sonst muss man halt vielleicht ein bisschen Geduld einfach mehr haben. So, ich habe hier die Akustik ein. Ich lasse den halt mal so da stehen. Mal gucken hier drunter und gehen wir nochmal kurz aufs andere Bild, um mal auch zu gucken, was der DAX da getrieben hat. Um da halt auch nochmal so ein bisschen
Überblick dann auch zu kriegen und mal eine andere Sichtweise. Ne? Also, ihr sieht mir hier oben die 268, das wäre tatsächlich so die nächste Extension. Ja, die kann der kriegen, aber ich kann mir nicht wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt in 10 Minuten dann da oben stehen oder halt, dass das hier wirklich in einem Rutsch passiert. Kann natürlich sein, aber ohne Rücksetzer eher nicht. Ne? Der DAX hat es eigentlich sauber gemacht. Guck sich das einer an, weil das hier ist ja eine Triggerlinie gewesen. Ja, zwar nur 30 Punkte, aber halt hier Stundenschluss über der 16,40 bedeutet dann in der Regel danach hoch. Ne? Hat zwar hier zwei Anläufe, drei gemacht, aber hat es dann aber auch sauber gemacht. Ne? Also der wäre tatsächlich hier tickgenau abholbar gewesen. Aber es mir jetzt auch ein bisschen zu viel wäre gewesen, hätte Fahrradkette. Ne? Das ist ja nicht unbedingt das, was uns weiterbringt. So, aber hier halt auch nicht so wahnsinnig viel. Der drückt sich halt generell nach oben und folgt aber halt momentan natürlich eher eigentlich dem Dow, weil die Daten haben ja mit Deutschland jetzt erstmal nur maximal indirekt zu tun, aber jetzt nicht auf direktem Wege. So. Ich habe immer nicht verstanden, was der Timo mit heute meint. Der Timo, der hat gefragt heute, heute Fragezeichen. So, ich gehe mal nochmal zurück aufs andere Bild. Und richtig, ja, richtiges Bild, genau. So, steht still. Nichts passiert mehr. Da werden wir jetzt wohl noch irgendwie ein paar Minuten Geduld haben müssen, weil das wird sich dann wohl irgendwie eher zum Ende der Stunde hin klären, die ganze Nummer hier. Und bis dorthin passiert wahrscheinlich irgendwie gar nichts. So wie das hier aussieht, außer dass wir hier oben irgendwie im M5 jetzt feststellen, dass da oben keiner mehr kaufen will, erstmal. Deswegen wäre das ja schon so recht plausibel schon als Rücklauf, ne? Weil das ist ja die auch, also zumindest mal, wenn eine Taktung halt 5 Minutenweise vorliegt und dann ist es ja halt die hier stattgefunden hat, die hier gestartet ist und dazwischen ist ja eigentlich nichts mehr. Ne? Also ist ja dann halt auch, wenn ich das richtig sehe, ist ein Außenstab und alles, was wir jetzt noch haben, ist Innenstabsgrausche, aber mehr halt nicht. So, und dann wäre halt die 2, 3, 4 zumindest mal das plausible Ziel. Was hier drin aber also hier der blaue ist der SMA 20. Bin jetzt nicht unbedingt jemand, der da so wahnsinnig danach handelt, aber hat er gerade gesehen, ne? Das ist halt generell, ist das schon immer wieder eine Anlaufstelle, die man halt irgendwie dann auch mal mit einbeziehen kann. Ja, also hier fragt gerade der Michael, kannst du dir vorstellen, dass wir zur Eröffnung abverkauft werden? Ja, also was man halt oft gesehen hat, ist, dass die NFPs in eine Richtung starten und dann halt die Kasse dann nicht unbedingt dran anknüpft, sondern dann eigentlich das halt nachholt, was halt ihr mangels Volumen oder was auch immer dann in der Stunde halt nicht drin war. Ne? Also von daher kann das schon sein. Ne? Also aber, dass es halt ganz runterknallt, ich glaube da irgendwie nicht so wirklich dran. Ne? Also ich schreibe ja selber immer, der Markt ist long, so long, wie er long ist. Und das heißt, hier unten ist ja der Daily, wenn man sich den mal anguckt, ne? Da gibt es irgendwie da wenig Gründe zu vermuten, warum der jetzt irgendwie da großartig runter sollte. Ne? Also ein paar Punkte hier Anlauf holen, klar, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Wenn das passiert, aber ansonsten wird mich wundern, wenn wir heute da halt irgendwie in Rot oder beziehungsweise hier bei mir halt dann schwarz aus dem Tag rausgehen. Das wäre schon ein bisschen, weiß nicht, außergewöhnlich, was nicht wirklich dazu passt. Ne? Also wie gesagt, einmal kurz runter, weil es ja natürlich mehr Sinn macht, ja dann auch irgendwie günstig einzukaufen als hier oben, irgendwie, wo es ja nur teuer ist. Klar. Und daraus ergeben sich dann aber ganz oft ja dann auch solche Bewegungen, ne, die dann halt wie so ein Dip dann halt eben bei der Kassaeröffnung entstehen, wo wir dann halt so eine Stundenkerze haben, die irgendwie ganz lange nach unten guckt, wo man denkt, oh, jetzt klappt die ganze Geschichte zusammen. Und danach steht dann halt so ein Hammer dann halt im Bild. Und weil es dann irgendwie ganz schnell auch wieder korrigiert wurde und einfach nur genutzt wurde, halt günstiger reinzukommen. Und deswegen. So, kriegen wir jetzt hier ein bisschen Druck drauf. So ein kleines bisschen, kann das sein?
Mach die mal ein bisschen größer. Aber immer noch nicht ganz. Bin jetzt gerade dann mal mit der Hälfte unterwegs. Guck, ob es jetzt, ob da ein bisschen was hinterherkommt noch oder ob das hier auch nur ein kurzes Luftholen war. Wie gesagt, ich würde gerne da unten hin. Hier auch mal noch einen kleinen Teil rein. Also zumindest mal hier in dem Bereich 2, 3, 4. Dass wir da zumindest einmal kurz vorbeischauen und gucken, ob das gelingt, dann bis zum Ende der Stunde. Man kann natürlich jetzt aber hier genauso laufen wie bei einem Stundenchart halt auch, dass wir einfach hier nur für den Anfang gucken und dann halt wieder hochlaufen. Das kann natürlich passieren. Deswegen bin ich auch jetzt nicht direkt da halt nochmal mit einem weiteren Drittel reingegangen, sondern jetzt nur mit einem Sechstel hier quasi, weil das natürlich schon sein kann. Ne? Also wie gesagt, Vorsicht ist halt hier momentan meine Devise und nicht überzeugt, dass er ganz sicher irgendwas macht, weil dafür sehe ich zu wenig. Hier jetzt ganz nett, mal gucken, ob die dann halt hält. Ja, also hier eine fette Shorty, die hole ich mir gerade als Hilfslinie hier dazu. Ja. Mal sehen, ob die halt da gehalten wird und ob das vielleicht ein Eisberg ist, die jetzt uns da oder beziehungsweise mir an der Stelle hilft. Da oben kam auch noch mal einer. Das kann aber auch ein Trittbrettfahrer sein. Wir werden es gleich rausfinden, schätze ich mal. We will see. Ihr seid so still geworden. Zack, kriegst du Fragen in den Chat. Sehr gut. Ja, ich weiß, mit Heatmap brauche ich kein Hilfsmittel. Danke, Martin, dass du mich wieder erinnert hast. Ich habe dir gestern ja was geschrieben, ne? Per Skype. Hast ja nicht geantwortet. Nein, der Martin hat schon recht. Ich hab ja vorhin schon gesagt, ne? Da wäre halt ein Footprint, wäre da halt schon hilfreich an so einer Stelle. Und der Martin ist Programmierer. Lass dich nicht ärgern, Martin. Und mit dem, wir doktern ja schon ein bisschen länger dran rum. Den SL, ja, wie weit lege ich den weg, soweit es halt erforderlich ist. Also hier ist es jetzt natürlich schwierig. Ich versuche natürlich halt einfach mein, also generell, das, oder wie soll ich sagen, das Problem ist hier, ich stelle mich hier gerade voll dagegen, ne? Von daher ist es ja ohnehin so ein bisschen tricky und da sage ich mir halt, ja gut, ich muss halt hier mein Risiko irgendwo im Zaum halten und nicht unbedingt alles, was ich jetzt heute irgendwie schon reingeholt habe, da jetzt bei den NFPs wieder loswerden. Ne? Das heißt, ich wäre dann halt hier jetzt irgendwo bei Roundabout irgendwie 300 Euro. Und in dem Fall, und die würde ich jetzt versuchen, nicht unbedingt zu überschreiten, ne? Weil das wäre dann halt blöd. Und ansonsten den SL, der SL gehört dahin, wo er hingehört. Ne? Klingt jetzt ein bisschen doof, aber an der Stelle gibt es kein wirkliches, wo er hingehört, außer über das Hoch hier, ja. Wobei das natürlich auch tricky ist, weil ich bin ja hier jetzt erstmal gegen den Trend. Ne? Es kann sich zwar gleich ändern, dass ich vielleicht gleich nicht mehr gegen den Trend bin, dann ist es einfacher. Ne? Also wenn ich jetzt hier als Beispiel ein neues Tief bekommen sollte, ja. Also hier unten in dem Bereich, falsche Linie. Wenn da ein neues Tief kommen sollte, und dann hätten wir ja halt einen ganz kleinen Short-Trend an der Stelle, ne? Weil wir kommen dann halt, ich zeichne das jetzt mal bewusst ein bisschen falsch ein, aber dann versteht man es halt besser, weil dann hätten wir ja das. Ne? Dann hätten wir ja einen kleinen Short-Trend. So, und dann gehört natürlich der Stop hier oben drüber, ne? Beziehungsweise hier drüber, wenn man halt gucken will, ob der Trend sich etabliert, aber halt, wenn man nur die Korrekturen mitnehmen will, gehört er dann halt hier drüber. Sobald wir hier drunter sind, also unter dieser Stelle hier. Ne? So, aber, und momentan habe ich das ja nicht. Ne? Ich habe ja nicht so irgendwie eine Gewissheit irgendwie in die Richtung, woraus sich das jetzt ergeben würde. Deswegen gibt es auch jetzt erstmal gar keine wirklich richtige Stelle für den Stop und deswegen ist der Stop jetzt da,
wo ich dann sage, das tut mir dann zu weh, das will ich dann halt nicht, ne? Und deswegen muss man das halt in so einem Fall ein bisschen, finde ich, ein bisschen anders dann halt entscheiden. Aber erstmal kommt ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Also man sieht schon so, er fängt halt hier an, irgendwie zu zögern. Ja, aber selbst wenn der hier durchgeht, also das wäre für mich, wie gesagt, die nächste plausible Anlaufstelle. Selbst wenn der hier durchgeht, muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Weil es kann genauso gut sein, dass es hier nur einmal kurz abfischen ist, dann halt hier unten der Anfang von der Aufwärtsbewegung und dann halt wieder der nächste Run kommt. Ne? Deswegen, wenn der jetzt hier runterrauscht, dass wir die sehen, ist relativ wahrscheinlich für meine Begriffe. Ob der dann durchgeht, da steht wieder auf dem anderen Blatt. Ne? Was mir natürlich hier so ein bisschen auf den Keks geht, ist jetzt halt, dass wir hier wirklich jetzt auch im M15 da auch so ein Ding da oben schon wieder stehen haben. Sieht man da gerade, wo irgendwie gerade, wo er gerade dran bremst, ne? Nämlich hier direkt in der Nähe von der Eröffnung von der letzten M15 und hier auch nur irgendwie grüne Kerzen. Und das ist natürlich nicht so einfach, da jetzt mal nach unten wegzukommen. Ne? Aber das ist ja auch wirklich von der Bewegung gerade wirklich leichte Katastrophe. Hier 10 Punkte Range. Das ist natürlich schon ein bisschen arg, ne? Aber hier wird es jetzt halt, ne, und das sieht man ja auf alle Fälle, hier wird es jetzt auch wesentlich ungefährlicher, weil man einfach auch schon sieht, okay, da oben, da will keiner mehr so richtig, ne? Und wenn jetzt hier einer will, dann wahrscheinlich wirklich nur noch einmal, um da oben zu fischen. Und deswegen will ich da jetzt halt da oben auch nochmal relativ schmerzfrei dagegen halten. Weil ich glaube nicht, dass da halt noch nach dem Gezuddel hier auf der Stelle, dass da halt nochmal so wahnsinnig viel im ersten Rutsch dann halt nach oben dann auch kommt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Ja, aber wir werden es gleich rausfinden. So, jetzt versuchen wir hier mal aus der Range rauszukommen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier mit der Hälfte drin. Meine Güte, hier wird jeder Punkt gerade verteidigt. Ja, aber das ist halt hier jetzt gerade echt so, ne? Einmal kurz unter die letzte M5, aber wie gesagt, ich halte die für nicht relevant an der Stelle. Das ist für mich eine Kappeskerze, würde ich es mal nennen. Auch genannt Innenstab, wenn man es fachmännisch betrachtet. So, dann wäre jetzt halt hier im M15 nochmal betrachtet, ne? Weil das ist ja momentan die einzige Rhythmik, die ja erkennbar ist. Ne? Deswegen orientiere ich mich da natürlich dran. Das ist die letzte, die aufwärts geht, aber auch nur ein Innenstab und eigentlich ist da unten, ne, da wo es losging, also 181, das heißt, es ist 80 Punkte tiefer. Das ist eigentlich die Stelle, die viel interessanter ist, aber das scheint irgendwie eine Weltreise zu sein, von hier aus betrachtet. Und aber nicht unbedingt dann halt nachher für die Kassa-Eröffnung, weil das ist zum Beispiel dann halt gerne gesehen, während dem Kassamarkt. Gerne gesehen, sowieso, mein Short ist. Ich wollte sagen, das passiert dann gerne schon mal, ja, dass halt dann der Anfang von so einem Impuls angelaufen wird. Ja. Sieht zwar von hier aus erstmal sehr tief aus, aber wäre jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Ne. Vor allen Dingen, wenn es halt nicht weitergeht. Aber hier geht es leider gerade in gar keine Richtung weiter, habe ich das Gefühl. Also weder in die eine noch die andere, sondern wir hängen halt hier leider in so einer 20 Points. Range halt fest. Ich ist fast schon irgendwie hier, ja, einmal kurz mein Break-Even angelaufen. Das ist scheinbar mal jetzt der entscheidende Support hier. Das ist dann immer so die Abteilung, versteckte Kamera. Ne? Vielleicht sitzt da einer in, keine Ahnung woher, auf der Welt und guckt uns beim Webinar zu und ja, kauft dann halt. Im Genau. Finanzamt. Ja, die haben Kohle genug auf alle Fälle, ja. Das stimmt. Und kauft dann halt die meinen Break-Even, um mich zu ärgern. Nein, das ist natürlich Quatsch, wobei man da manchmal schon Paranoia kriegen kann. Wenn man so denkt, so, das gibt's doch nicht, ne? Das ist doch, was hat denn mein Break-Even, wenn jetzt da im Markt irgendwie zu sagen, aber guckst du das dann an, ne? Weltklasse Long Entry, ne? Also für 10 Punkte. Naja.
Nein, die Linie wurde meines Erachtens eben gehandelt, deswegen ist die nicht aus dem Bauch gezogen, lieber Martin. Auf mich zu ärgern hier. Aber du kannst mich gerne korrigieren, ne? Also ich habe dann vorhin oben eine große Order gesehen, beziehungsweise zwei gestaffelte, und die für meine Begriffe gedreht worden sind. Und das war eine davon, die andere lag so ein paar Punkte höher. Also ich glaube, da wo jetzt die 24 ist, da lag eben die andere, ne? Also hier wieder 274. Deswegen ist die da drin. Ja, wir müssen nochmal über dein Add-on reden, ne? Hilft alles nichts. So, hier passiert nichts. Leute, hat denn nicht jemand irgendwie so ein richtig großes Konto und kann mal irgendwie hier 200 Kontrakte mal kurz, ja, ne, wurde gehandelt, gerade bestätigt. Also hier mal kurz 200 Kontrakte mal irgendwie in den Markt schmeißen, damit wir hier mal runterkommen. Also 200 würde reichen, glaube ich, um hier so mal kurz überschlagen, um die halt mal alle kurz zu eliminieren, die hier aktiv sind. Das ist ja nix. Ja, Short im Long-Markt immer schwierig. Nee, nichts, 200 Kontrakte Long. Ja, kannst du auch machen. Dann löst die aber wieder auf, da oben, wo die andere Order liegt. Das ist auch in Ordnung. Dann komme ich auch klar damit. Das könnte auch passen, ja. Dann wird einmal da oben hinspritzen, dann machst du die wieder weg und dann kommst du wieder runter. Habe ich ja tatsächlich auch mal gemacht, irgendwie letztes Jahr war das, wo dann halt irgendwie, wo ich dann auch mal versuchsweise mal geguckt habe, wie weit kann ich den DAU eigentlich selber bewegen mit dem Future. Und war da auch irgendwann mal mit, ich glaube, 40 Kontrakte oder so waren es dann halt. Hat gereicht für 9 Punkte, für schnelle 9 Punkte. Das Problem ist dann natürlich nur, wenn man die wieder auflöst und Pech hat, ja, dann ist halt nachher, ist das Ganze halt eine Nullnummer, ne? Aber 9 Punkte weit. Und da war der Markt eigentlich auch relativ, also normal bestückt. Also jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig dünn, aber. Das ist natürlich dann halt auch der Nachteil. Also vor allen Dingen ab einer gewissen Size, wenn man die handelt, dass man den Markt dann halt selber durch die Gegend schiebt. Ja, da muss man dann halt schon, wenn man sowas macht, da muss man schon Big Player sein, weil die können dann auch nochmal nachschieben. Ne? Und dann halt auch solche wie uns dann halt eben auch an die Wand stellen, in die Ecke drängen. Und zur Aufgabe zwingen und die dann halt auch dann zu Verbündeten quasi machen, zu unfreiwilligen Verbündeten. So, jetzt stehen wir wieder an meinem Break-Even. Mal gucken, was er diesmal dazu sagt. Ja, Leute, ich weiß nicht, ne? Das ist irgendwie, was soll ich sagen? Hier passiert halt einfach nichts mehr. Und dass wir halt so wenig, also nur in Erstimpulsen dann gar nichts mehr kommen, das ist halt auch schon so ein bisschen. Passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Aber es passiert, wie man sieht, an diesem Tag. So, also wir sind tatsächlich 1 Punkt, 2 Punkte im Plus. Aber ich halte mal trotzdem noch still hier ein paar Minuten. Ich würde wirklich mal gucken, ob er da unten jetzt mal schafft, durchzudrücken. Also durch die letzte M15. Da an der Stelle, vor allen Dingen, wenn der M5 jetzt hier irgendwie so endet, dann haben wir da, glaube ich, ja, das immer schon, dann haben wir da auch, glaube ich, mal ganz gute Karten, da jetzt auch endlich mal da unten ein Stück weiter durchzukommen. Und dann halt hier unten irgendwo mal Luft zu holen. Und beziehungsweise hier die 217 wäre halt wirklich so das Wunsch-Target, dass wir da jetzt mal hinlaufen. Weil das vorhin A, die erste Reaktion war. Und B halt genau zur gleichen Family gehört wie die 167. Ja, so wahnsinnig weit ist das ja nun wirklich auch nicht. Ne? Es ist hier unten. Das fände ich jetzt schon mal in Ordnung nach der ganzen Geduld, die wir hier die ganze Zeit beweisen. Also hier muss es schnell drunter gehen, ne? Weil das ist halt. Der letzte Außenstab M15, beziehungsweise das war das, wo der höchste Punkt halt gekommen ist. Da sollte er natürlich möglichst zügig, was heißt zügig, also zumindest mal so ein bisschen mit Nachdruck dann auch gerne drunter gehen.
Ah, das ist ja, guck dir das mal an, ja, 2 Punkte lange Kerzen, das gibt's doch nicht. Was? I pray. Oh, beten ist immer ganz schlecht, Lutz. Das ist beten und hoffen sind die, ich glaube, die Strategien mit der geringsten Erfolgsquote. Hast du das mal ausprobiert? Aber wahrscheinlich die, die am häufigsten gehandelt werden. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott, komm schon. Hier wird doch, das gibt's doch alles nicht, ey. So, aber ich halte hier durch und wie ich sehe, viele halten mit durch. Ja, fast alle. So, Super. also. So, jetzt erstmal wieder 2 Drittel drin. Und jetzt bitte, komm schon. Nicht einfach nur abholen, jetzt schön hier unten hingucken. Komm. Und dann die 217 und dann sind wir hier fertig. Oder sagen wir mal besser, dann wären wir hier fertig, wenn er es denn jetzt macht. Hier mal ein bisschen Skalierung mal ein bisschen ändern. So, ne, weil noch kann ich den Stop, also ich ziehe den jetzt mal hier natürlich nach, um weiß ja nie, was passiert. Aber richtigerweise gehört er nur noch gar nicht hin, ne? Sondern erst, wenn wir jetzt hier durchkommen sollten, dann ist er da an der richtigen Stelle. Vorher nicht. Aber dass wir das testen, zeichnet sich jetzt zumindest mal gerade ab. Das ist die schlimmste NFP-Wohler, die ich glaube, je hatte. Das ist wirklich hier. Außerdem können wir jetzt noch nicht Schluss machen, Dirk, denn wie ich sehe, kommen jetzt die Leute rein, die nicht mitbekommen haben, dass wir Zeitumstellung haben. Dann kommen wir jetzt pünktlich zum Webinar. Ja, ich sehe es. Das kann natürlich auch passieren. Hallo an der Stelle. Ja. So, kam schon jetzt. Meine Güte, ey. Es kann doch nicht so viel verlangt sein, hier mal irgendwie 20, 30 Punkte nach unten zu rutschen. Es tut doch nicht weh, du kannst ja später wieder hoch. Nee, die Kasseröffnung werden wir nicht machen, weil die dauert ja dann auf jeden Fall bis mindestens irgendwie 15 Uhr. Und wie gesagt, bis dahin bin ich verhungert. Ich sitze hier wirklich mit leerem Magen, ganz geschwächt und versuche mich hier gerade noch. Hast du wieder bei King Kong bestellt? Was bei wem? Wer ist denn? Ich will dir nicht den richtigen Namen sagen hier, um Was denn? Schleichwerbung machen. So bei King Kong, ne? Nein, nein, nein. Ich habe heute nur ein laues kleines Brötchen zum Frühstück gehabt. Mir nicht. Ach, ey, sag mal, jetzt ist das ist alles nicht wahr. Jetzt, meine Güte. Schau mal, der Paolo will dir eine Pizza liefern lassen. Ja. Ja, ich vertrage leider keine Pizza. Das ist sehr traurig, aber leider wahr. Damit auch nicht, ja, digitale Brezel geht, aber Lutz ist ja Bäcker, beziehungsweise Lutz ist Bäckereiunternehmer, also wenn ich das richtig sage. Das heißt, auch er könnte mir nicht weiterhelfen, denn dann wäre das Webinar hier schneller vorbei, sogar noch, weil ich dann unterbrechen müsste aus diversen biologischen Punkten heraus, die wir jetzt hier aber nicht näher erörtern. Ja, es gibt Menschen, die können tatsächlich kein Brot essen. Ich bin halt einer davon. Das ist aber nicht schlimm. Denkt immer so, wow, ist das denn, was willst du denn da noch essen? Aber nee, ich gefühlt alles, ne? Also nur kein Brot. Und leider damit auch keine Pizza. Das ist allerdings sehr traurig. Das stimmt wohl. So, jetzt hängen wir hier wieder am Break-Even. Und er will einfach nicht da unten durch. Das kann alles nicht wahr sein. Die paar Pünktchen. Ja, aber deswegen sieht man zumindest, ist, auch wenn das jetzt hier wirklich eine traurige Veranstaltung ist, also vom Markt, ja. Von mir jetzt glaube ich ja gar nicht mal so, ne? Aber man sieht halt, es macht halt Sinn, ne, dass man da halt wirklich dann vorsichtig rangeht, ne, und nicht irgendwie dann so, ach, der geht jetzt schon da unten. Und weil es kann jetzt genauso gut passieren, dass man da oben hinrennt und dann hängt man da wieder fest, dass das Ganze hier einfach ein ewiges Unterfangen wird, ne.
Das ist natürlich, also, Jesus, hier echt so am Innenstab da unten aufgesetzt für nix. Also, da hätte jetzt ganz gechillt irgendwie mal durchgekonnt. Das wird er wohl auch noch machen, ja, aber die Frage ist halt wirklich, wann? Also, das geht mir ja gerade so ein bisschen auf Keks. Weil das wird nachher zum Beispiel, da wette ich drauf, nachher, wenn die Kassaeröffnung kommt, egal ob wir jetzt zuerst dann rauf oder runter gehen, das wird nicht mehr halten. Also da geht es dann durch wie Butter im nächsten Ansatz, weil das ist nix. Ja, das ist gar nichts. Einfach nur irgendwas in der Luft, wo jemand irgendwie aus welchem Grund auch immer seine Shorts glatt gestellt hat, was wir vielleicht besser auch gemacht hätten. Ja. Kann sein. Also übrigens noch, ich habe vorhin den Nelson gefragt, für den ist das in Ordnung. Wir planen übrigens ein eigenes Event und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr Marktbewegung auch haben. Da haben wir auch auf alle Fälle mehr Zeit und zwar also von StereoTrader und den Leuten und um den StereoTrader. Drumherum gibt es eine Veranstaltung, die könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Und zwar am 24. November, ne, also bald, circa 3 Wochen, 2,5 Wochen, in 2 Sessions, moderiert von dem Andreas Bernstein und einigen Leuten, Händlern, die ihr kennt. Also vornehmlich geht es da um Live-Trading. Das heißt, wir werden mit mehreren da halt zusammen live handeln, Strategien erklären und so weiter. Also keine, also wenig Theorie, viel Handel und wenn der Markt mitspielt, auch entsprechend viel Action. Und wird natürlich nochmal gepostet, also wo man sich da halt anmelden kann und so weiter, kommt natürlich. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch gern schon mal in den Kalender schreiben. Freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das war doch das gleiche Hemd, oder? Das war ja nicht mal ich, aber ich habe ihm mein Hemd geliehen, ja. Lass mich nochmal gucken. Tatsächlich, das ist so unglaublich. Der hat wirklich, ja, also fast identisch, muss ich hier gerade wirklich selber feststellen. Gut aufgepasst. So, also der Markt hat, ich fürchte, das wird irgendwie nichts mehr, ne? So bis irgendwie 14:30 Uhr kaspern wir hier irgendwie 3 Punkte rauf und runter. Machen wir jetzt? Was? Ich bin in der falschen Zeitzone. Gibt es davon eine Aufzeichnung? Ja, aber lohnt sich nicht. Der erste ist daneben gegangen. Also machen wir keine Aufzeichnung. Nein, doch, machen wir natürlich. Kann aber der Nelson was dazu sagen, wann das online ist? Ich glaube, er meinte dein Event. Mein Event? Was? Dein Trading, Nee. dein Stereo Trader Trading Ach Day. so, das meinte er. Ja, sicher, klar. Also wir werden halt, wie gesagt, das ist ja ein Live-Tag und wir werden das danach dann auch wahrscheinlich ausschnittsweise oder blockweise dann halt auch online stellen. Wird es eine geben, ja, genau. Ja, das ist, wie gesagt, was soll ich denn jetzt hier machen? Ne? Das ist natürlich echt immer mega ärgerlich, wenn der Markt überhaupt nicht mitspielt und dann halt gar nichts, da halt mehr passiert. Also es wäre wirklich denkbar, dass wir halt hier wirklich zur Kasse halt nochmal dann darauf uns begeben, zur Kasseeröffnung, dann da oben nochmal abholen und dann halt hier unten die 217. Also darauf scheint es irgendwie hinauszulaufen, so wie das hier aussieht, weil es schiebt, dass ich schon wieder da halt irgendwie rauf, Stück für Stück. Kann sein, muss nicht sein, aber auf jeden Fall eine ganz schöne Geduldsprobe gerade. Wenn man bedenkt, dass ich hier jetzt irgendwie gerade mal irgendwie 20 Punkte da mal im Rücklauf mitnehmen wollte, meine Güte. Mehr muss es doch gar nicht sein. Aber was soll ich tun? So, wir warten jetzt irgendwie noch 5 Minuten ab, wenn da nichts passiert und dann gehe ich dann halt hier auf alle Fälle aus dem Webinar jetzt erstmal raus. Und den Trade würde ich dann wahrscheinlich verkleinern. Also brauchen wir mal irgendwie einen Plan. Verkleinern und dann halt die Kasse abwarten, den Stop erstmal in Sicherheit bringen. Also das heißt Sicherheit außer Schussweite erstmal, aber trotzdem, wie gesagt, ich würde das Ding halt hier so skalieren, dass es halt mich jetzt als Beispiel nicht mehr als 300 kostet. So, und weil, wie gesagt, gegen den Trend habe ich ja vorhin schon gesagt, ne?
Und solange das halt hier noch nicht raus ist, kann man den Stop einfach nicht vernünftig ziehen. Und deswegen dann lieber sagen, gut, Satz mit X, aber dann setze ich an anderer Stelle wieder an und hole mir das dann halt dort wieder, ne? Ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen den Markt versuchen, hier nach unten zu begleiten. Das ist, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich der richtige Ansatz, ne? Sondern dann eher mal warten, was er da oben noch treiben will. Und dann versuchen zu einem späteren Zeitpunkt da halt reinzukommen. Aber da hier jetzt halt auch irgendwie weiter zu operieren, ne? Ich meine, das sieht man ja, das geht ja hier teilweise in 5-Punkte-Ranges da halt auch hin und her. Und das macht halt wenig Sinn, ne? Dann halt lieber, man kann natürlich auch genauso sagen, gute Kiche halt ganz raus, ne? Dann hier irgendwie ein Huni und dann war's das, ne? Muss natürlich zum eigenen Konto passen, ist natürlich auch klar. Aber dann halt lieber versuchen, dann halt anderweitig nochmal reinzukommen. Was ich ja mal machen kann, ich lasse den jetzt hier mal, und der Stop liegt jetzt erstmal falsch. Ich lasse den jetzt hier mal kurz in Ruhe und gehe mal nochmal kurz aufs andere Bild, dass ich zumindest jetzt mal so meine Einschätzung halt haben, was dann halt nachher kommen könnte. Beziehungsweise ich gehe mal hier auf die Stunde. Also man sieht, er hängt hier in der Luft, ne? Luft, weil 217 wäre halt, wie gesagt, ein Punkt, der schon nochmal irgendwo wichtig wäre, nicht weil die in irgendeiner Form existiert oder ein Widerstand ist, sondern weil sie sich aus dem gleichen Muster ergibt wie zuvor halt dieser Widerstand. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir den dann auch noch handeln. Ne? Das heißt, das wäre die erste Rücklaufstelle. So, darunter weiß ich nicht. Ne? Da muss man halt schon wieder aufpassen, weil dann kann es halt sein, dass es direkt dann halt erstmal nach oben geht. Und wie freitags so oft, ne, wird ja dann halt gerne mal werden halt mal die Shorts aufgelöst und den Rest machen wir dann am Montag. Sollte er aber halt tiefer runterkommen, wäre halt das hier meine Anlaufstelle unverändert, also hier die 145, ne, weil das halt hier dieses Cluster ja auch ist, ja, also hier dieses Widerstandscluster die ganze Zeit, dann auch hier der letzte Versuch und dann nochmal runter und dann ist die gekauft worden. So, deswegen wäre das dann auch so mein Lieblingsbereich, um dann halt mal zu versuchen, ob man da halt long reinkommt. Ne? Ich meine, irgendeine Rückwärtsbewegung wird es noch geben. Die Frage ist dann halt leider, ab wo? Und deswegen, wie gesagt, hier blind dagegen halten, bis zum geht nicht mehr, auf gar keinen Fall. Ne? Also werde ich definitiv nicht tun. Und wir kleben jetzt auch gleich schon wieder hier oben, weil es kann genauso gut sein, dass er jetzt hier mit der Kasse einfach da oben durchballert und wenn hier die Letzten aufgeben, und dann stehen wir vielleicht doch im nächsten Schritt schon hier oben irgendwo bei 400 rum und dann reichen die 300 auch gar nicht mehr. Ne? Das kann passieren. Und deswegen macht das gar keinen Sinn. Dann lieber mal sagen, gut, heute blöd gelaufen. Und dann nochmal sehen. Ja, auch hier, ne? Lutz schreibt gerade, Idee wäre 350. Ja, Idee war aber auch die 217. Und deswegen betone ich halt auch immer wieder, ne? Oberhalb dem ATH gibt es keinen Widerstand. Es gibt nur Ideen von Widerständen. Ne? Und das ist alles erstmal blanke Vermutung. Kann das handeln? Ich habe es hier versucht und habe die Quittung so ein bisschen bekommen gerade. Wobei ich mich darauf gestützt habe, dass die 167 funktioniert hat. Aber gut, das war dann halt eben mal kurz falsch vermutet. Trotzdem wäre es jetzt hier schon legitim gewesen, halt, dass er mal ein paar Punkte rückwärts kommt. So, hier sind wir nochmal, ne, in diesem, was war das? Genau, diese Aufwärtsbewegung vor dem Hoch. Den Kasten versucht er jetzt auch noch hier irgendwie gerade zu kaufen. Und dann wären wir weiter immer noch in der Aufwärtsbewegung drin. Aber wie gesagt, mein Exit wird hier oben jetzt gleich sein. Kleines bisschen noch und dann werde ich da rausgehen. So, wenn wir jetzt hier mal den halt nochmal bemüht, hoppla, den nicht. Den nochmal bemüht, na komm. So, und dann halt mal versucht, das zu verlängern. Hoppla. Dann sind wir genau da, wo wir sind. Ne? Also die gleiche Bewegung dann halt nochmal an der Stelle. So, kann man machen, wäre kein neues Hoch, aber wie gesagt, hier neues Hoch. Bitte nicht mehr. Please don't. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Ne? Also stimmt nicht ganz, aber ungefähr stimmt es halt hier, ne? Von der Bewegung. So. Und aber wenn ein neues Hoch kommt, dann gehe ich jetzt lieber was essen und versuche das nachher wieder
hinzukriegen, wenn die Kasse dann halt sich fertig in alle Richtungen ausgetobt hat. So, damit wäre dann auch mein Limit erreicht. Wenn es das jetzt war, ist gut. Wenn nicht, dann war es halt heute einfach mal blöd gelaufen. Ist so, gehört ja dazu. Gut. So. Dumm gelaufen heute. Aber ich werde auf jeden Fall dann nachher noch irgendwas dann auch dazu posten. Und das war dann heute leider ein teures Webinar für mich. Aber trotzdem alles in allem für mich für den Tag halt noch in Ordnung. Aber wie gesagt, gehört halt leider auch dazu, ist nicht die Regel. Wie gut ich es am Anfang nochmal gesagt habe, ich weiß, der eine oder andere ist dann vielleicht enttäuscht und sagt so, ah, was ist das denn irgendwie, ne? Hier gar kein Gewinn gemacht, hier nur zwei Verlust-Trades, ja. Es gehört dazu, ne? Vielleicht habe ich auch falsch hingeguckt und der Markt war auch vorhin an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schnell, wo er mich dann auch so ein bisschen erwischt hat, wo ich halt noch gar nicht wollte. Das ist erstmal nur theoretisch. Aber wie gesagt, ne, es gehört dazu, ich kann ja auch nicht immer nur Gewinne machen. Das wäre ja auch merkwürdig. Ne? Also die letzten Male war es ja, glaube ich, echt so. Aber Birgit, das ist ein bisschen gemein. Letzten Mal war es ja echt so. Und es ist doch klar, es muss ja halt auch mal daneben gehen. Ne? Von daher darf mir jetzt auch keiner böse sein. Nächstes Mal funktioniert es dann auch wieder. Ist natürlich jetzt leider für unser Event keine gute Werbung. Oder vielleicht doch, weil da kann ich sagen, bei unserem Event am 24. Ich bin da als Letzter aufgelistet, ja. Da sind dann halt ein paar andere Kollegen dabei. Und die müssen es dann im Zweifelsfalle rausreißen. So. Ich sage an der Stelle natürlich aber trotzdem danke, dass ihr dabei wart. Auch wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Brauche ich mich gar nicht rausreden. Das Hemd war schuld. Nein, das Hemd hatte ich letztes Mal auch und das war super. Also da gibt es nichts rauszureden, da gibt es auch nichts rumzueiern. Falsche Entscheidungen getroffen, kostet Geld, gehört dazu. Wäre schön, wenn es immer nur in eine Richtung gehen würde. Tut es aber nicht. So what? Also, ich wünsche euch auf jeden Fall, bevor ich muss gucken, dass ich raus bin, bevor die Kasse aufgeht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und sehen wir uns am Dienstag nochmal? Ne, übernächsten Dienstag, oder? Live-Trading ist nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche Ist schon das wieder, so? okay. Ja, es kann sein. Jetzt hast du mich auch verunsichert. Ja, wenn es diese Aber Woche nicht war, ist es nächste Woche, ja. sehr bald. So oder so. Also, hat trotzdem Spaß gemacht. Ist Freue nächste mich vor Woche. allen Dingen über die Beteiligung. Ja, die Birgit hier gerade, ne? So. Ja, wie schreibt sie? Hab Glück gehabt, bin zu spät gekommen. Ja, ne? Das ist doch mal nett. Also. Nein, alles gut. Alright. So, also schönes Wochenende, schön, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Mal und der Nelson hat das letzte Wort. Bis Ja, dahin. super. Vielen, vielen Dank, Dirk. Schade um das Ergebnis. Denn nichtsdestotrotz, wie man hier auch im Chat lesen kann, ein interessantes und auch für manch einer hier hilfreiches Webinar. Von daher, was das angeht, alles gut. Und vielen Dank natürlich auch alle, die heute live dabei waren. Mal eine Stunde früher, aber nächstes Mal dann wieder wie gewohnt um 14:15 Uhr. Wie eben angekündigt, am Dienstag Live-Trading mit Dirk, 8:15 Uhr. Und würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. Noch heute noch einen erfolgreichen Tag, schönes Wochenende. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und eventuell dann bis Dienstag. Ciao, ciao.